Alter, was ist denn los mit denen, ey? Oh. Ui. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin und einem neuen Review meinerseits. Und diesmal geht es nach Frankreich, um genauer zu sein, ins Nikloland. Und das Nikloland ist für mich so der kleine französische Europapark. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann guckt euch am besten den Parkcheck zum Nikloland an, denn da wird alles vorgestellt, was es in dem ganzen Park gibt. Und die Brücke vom Europapark weiterzuschlagen ist gar nicht so schwierig, denn die Achterbahn, um die es heute in diesem Video gehen soll, ist die Bahn Alpina Blitz, nicht die Alpina Bahn von der Kirmes, sondern Alpina Blitz. Und das Ganze ist ein Mack Rides Megacoaster aus dem Jahre 2014 mit einem gewaltigen Unterschied zu anderen Megacoastern, die ja sonst immer einen LSM-Lounge haben. Und dieser hier hat einen Kettenlift. Zwar einen sehr schnellen Kettenlift, aber einen Kettenlift. Noch viel markanter ist aber auf den ersten Blick die ganze Bahn, denn es handelt sich um das kopierte Layout von den Intermin-Megalight-Coastern. Nicht 1:1 kopiert, aber doch schon dem Ganzen sehr, sehr krass stark nachempfunden und nachgebaut und nur an ein paar Stellen ein bisschen abgeändert, sodass das Ganze natürlich Mack Rides familienfreundlich bleibt. Und dann so geil, nachdem ich das On-Ride davon hochgeladen habe oder das auch im Parkcheck erwähnt habe, also boah, ja, aber wenn der Park so ein Layout will von Mack oder ja, Mack und Intermin sind befreundet, das ist okay, bla bla bla. So, da weiß man wieder, okay, die EP-Fanboys leben noch, denn da wird sich dann direkt über so eine Aussage, dass es einfach kopiert ist, voll aufgeregt. Und das Geile ist einfach, andersrum regt man sich dann darüber auf, dass zum Beispiel im französischen Park Le Pal ein Film läuft, nämlich dieser Happy Family, der von Mack Media produziert wurde. Oh, das haben die geklaut. Ja, genau. Mack Media verkauft ja auch nicht die Filme an andere Parks. Vor allem ist dieses ganze Konzept, also diese ganzen Characters sind ja gar nicht irgendwo anders inspiriert. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber zum Anfang wollte ich das natürlich nochmal erwähnt haben. Gehen wir aber wieder zurück zum Alpina Blitz und das ist halt echt eine richtig frische Achterbahn. Einmal natürlich von der Optik, eingebettet im Schweizer Themenbereich vom Nikloland mit einer Almhüttenstation. Wenn man da reinkommt, also von außen geile große Almhütte, sieht richtig nice aus. Und wenn man da reinkommt, sieht man sehr viele Tierköpfe an den Wänden, was halt eher nicht so geil ist, weil ich glaube, die sind echt und ausgestopft. Dann gibt es Geweihkronleuchter und so, aber auch die Klamotten und die restliche Gestaltung der Station passen auf jeden Fall sehr gut und sind sehr gelungen, meiner Meinung nach. Leider ist die Bahn bei unserem Besuch nur im Einzugbetrieb gefahren mit dem blauen Zug. Ich hätte lieber den roten Zug gesehen, weil das noch ein bisschen sich mehr abgehoben hätte vom Blue Fire, weil halt die Schienenfarbe ja auch schon identisch ist, aber man kann natürlich nicht alles haben. Dann gibt es einen Counter, also einen People-Counter, also ein Drehkreuz mit einer fetten Leuchtanzeige, wie viele Leute jetzt noch rein können, um sich auf die Gates aufzuteilen. Und ja, man geht da durch und sucht sich selber sein Gate und es kommen halt nur so viele Leute rein, wie in den Zug reinpassen. Wisst ihr Bescheid? Es gibt auch die Möglichkeit, über eine Rampe direkt als Rollstuhlfahrer in die Bahn reinzukommen. Das ist auf jeden Fall auch sehr krass. Das habe ich so krass direkt in der Station am Zug dran noch nicht gesehen. Ja, und wenn man dann Platz genommen hat in den sehr cheesigen Megacoaster-Zügen von Mack Rides, geht die Fahrt auch schon los. Hier gibt es auch keinen Onboard-Sound und kein Pulsmesser. Aber raus aus der Station, direkt in den Lift, sehr schnell hoch, mit einem direkten Drop und unten im Tal angekommen, kommt die groß langgezogene G-Keulen-Kurve, um dann wieder hochzufahren in den ersten Airtime-Hügel. Und das Layout, wer den Megalight kennt, zum Beispiel Piraten im Jaws Sommerland, weiß, das Ganze wird dann gefolgt von sehr vielen Airtime-Hügeln und Umschwüngen, was mega Bock macht, ein cooles, freshes Layout ist.
Und kurz vor der Schlussbremse kommen dann noch einige Camelbacks, die nochmal für richtig knackige Airtime sorgen. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht über das Layout sagen. Das muss man fahren, um es zu verstehen. Und auch wenn die Bahn nur 33 Meter hoch ist, nur 83 km/h fährt, ist es echt vom Fahrgefühl besser als eine Bahn, die 70 Meter hoch ist und über 100 km/h fährt. Es ist einfach Knaller. Und das Ganze auf nur 738 Metern Streckenlänge zu verbauen, was einem nicht so kurz vorkommt, sondern viel länger und cooler. Und ich lüge, es sind nämlich nur 719 Meter. Was soll man anderes sagen? Richtig gute Achterbahn, eine der besten Mack-Bahnen, die ich bis jetzt gefahren bin. Nicht die beste, aber eine der besten. Und das Ganze hat sich das Nikto-Land übrigens 8 Millionen Euro kosten lassen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Und eine sehr empfehlenswerte Bahn, sehr empfehlenswerter Park. Und ja, geiles Ding. Schreibt mal eure Meinung, eure Kommentare zu der Meinung. Könnt ihr auch in die Kommentare unten, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und was ihr von dieser Bahn haltet und ob ihr die überhaupt vorher schon kanntet. Und ansonsten checkt den Parkcheck. Abonniert diesen Kanal jetzt, um nichts mehr zu verpassen und immer dabei zu sein, wenn jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video kommt. Ansonsten sehr viele Links, die euch weiterhelfen oder mir weiterhelfen, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Airtime Radio Videomagazin. Peace.